Hallo, da bin ich immer wieder. Wie gesagt, wenn es was gibt, melde ich mich. Also, letzte Woche, das Schwarzbachtal, da Wartburg und vor Paderborn, glaube ich. Blankenrode ist da daneben. Ja, bei Komoot sah das natürlich aus, als wenn das übelste Hügel ist, so gefühlt wie der Inselsberg. Was sich im Endeffekt herausgestellt hat, ist es einfach nur auf die Strecke. Von den 500 Kilometern ist das Höhenprofil extrem gepresst und deswegen kommen dann solche kleinen Hügel natürlich auf dem Höhenprofil als krasse Berge raus. Ich habe nämlich vorhin ganz dummerweise herausgefunden, dass man im Höhenprofil bei Komoot suchen kann. Da habe ich mich mal angeschaut und das ist, keine Ahnung, für Thüringer Verhältnisse ist es ein Hügel. Also ja, so eine kleine Auffahrt oder Abfahrt. Da war Kassel auf jeden Fall nerviger und schlimmer. Also man sieht auch, es ist, ich habe jetzt mal, weiß ich nicht, vielleicht einen halben Kilometer mal ein Stückchen hochfahren müssen im zweiten Gang. Aber ansonsten alles easy. Achso, und ich habe schönes Wetter. Ja, nächste Herausforderung oder letzte Herausforderung ist, die restlichen 350 Kilometer in, ich muss mal runterschalten, in 20 Stunden zu fahren, wird kritisch und krass. Deswegen mal schauen. Ich habe auf jeden Fall genug Kraft. Ich habe Kaffee getrunken, ich habe Energiereserven so. Ich habe noch einen Ingwer-Shot, der auch wohl irgendwie aufpushen soll. Werde ich mal ausprobieren. Habe ich von einer Bekannten bekommen. Wenn der funktioniert, werde ich da auf jeden Fall mal meine Erfahrungswerte sagen, wie der schmeckt und ob der besser ist als ein Energy oder weniger. Also besser ist er schon, weil das ist alles natürlich Sachen. Das ist kein Chemie-Scheiß. So, nichtsdestotrotz, ihr süßen kleinen Muggelchen. Achso, und übrigens hier im Schwarzbachtal gibt es Wiesent. Das ist sozusagen der europäische. Jetzt Versuch Nummer 3. Das ist sozusagen der europäische Büffel. Ich habe sie leider noch nicht gesehen. Wenn ich sie sehe, dann gibt's Videos, Fotos, irgendwas, Beweise. Wenn du es nicht aufnimmst, warst du nämlich auch nicht da. Na dann, bis später.